Jo, da sind wir wieder. Wir haben immer noch keinen Strom. Aber ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es noch bessere Steam Boiler Engine Turbinen gibt, als die, die wir jetzt nutzen. Und das teste ich mal damit, dass wir die Steam Power Plant. Die baue ich jetzt einfach mal. Wir werden angegriffen. Ja, das ist okay. Ich hätte gerne noch einen 24-Stunden-Tag schon mal in der Schleife drin. Und warum hast du keinen Brennstoff? Hier in den Brennstoff, du Brennstoff da rein. Brennstoff, 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 Brennstoff. Ihr müsst alle arbeiten. Ganz viel arbeiten müsst ihr. So, und Steam Power Plant da. Ja. Yeah. Die sind sehr unpraktisch von der Form her. Und es läuft gerade alles über Dreckwasser. Das ist auch nicht so gut. Kappt das Dreckwasser. Weg mit dir. Kappt das Dreckwasser und macht das mit sauberem Wasser. In der Hoffnung, dass das jetzt hält. Schaut schon mal besser aus, aber auch noch nicht so gut, wie es sein könnte. Wo packe ich jetzt die verdammten Dinger hin? Wenn ich die hier abreiße, haben wir keinen Strom. Du musst da kurz weg. Da. Da so hin. Und bapp jetzt einen von den neuen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ernsthaft, wo seid ihr? Achso, Roboter freilassen. So. Drei da. Tu dich mal da hin und mach mal ein Rohr einfach irgendwo dazwischen. Kommt da Wasser durch? Kann man das einfach so hinten ranklatschen? Nee. Ah, es hat aufgehört zu regnen, also haben wir jetzt wieder Puffer. Okay. Und es kommt nicht genug Brennstoff hier an. Das ist doch... Mach mal so. Mach mal so. Füll die alle mal ein bisschen mehr. Okay. Ja, die hier sind nicht schnell genug. Ich glaube, ich reiß jetzt... Wir haben jetzt einen Puffer von 1,3. Also ich reiß die mal ganz kurz ab. Und setz dann einen davon hierhin und dahin. Die produzieren jetzt eine Menge Strom. Jupp. Mehr als vier von den kleinen. Problem ist halt nur mit dem Aufbau. Ja. Das heißt, ich müsste das hier wegmachen und irgendwie anders aufbauen. Ja, 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 ja. Ich weiß, ist nicht gut, ist nicht gut. Ich kümmere mich gleich drum. Mach mal. Die erstmal alle weg. Dich dahin. Und dann machen wir das einfach da drumherum. Wie auch immer. Ich brauche mehr davon. Mehr davon. Bau zwei davon. So, Strom. 20 MW von denen, das ist sehr gut. Eventuell werde ich mehr Boiler brauchen. Also in den Kommentaren wurde geschrieben, dass so ein Boiler einen davon betreiben kann. Das heißt, ich könnte jetzt noch zwei positionieren, dann müsste es okay sein. So, so. Jetzt sollte das passen. Wobei mir die Anlage hier nicht so ganz gefällt. Das müssten wir irgendwie anders aufbauen, dass das ein bisschen modularer ist. Also, dass wir es besser expandieren können. Außerdem ist hier über noch Silber auf dem Boden und so ein Gedöns, das gefällt mir nicht so wirklich. Jetzt haben wir aber erstmal das wieder im Griff, richtig? So einigermaßen, ja. Bau bitte schon mal mehr davon. Und was bist du? Du bist auch ein Boiler, richtig? Jetzt wird das im Text nicht wirklich ersichtlich. Dedicated to the first nuclear civil use nuclear reactor. Ja, aber es wird ein Boiler sein. Für das Ding brauchen wir allerdings diese Extreme Capacity Pipes. Dafür brauchen wir
das rosane Zeug. Okay. Ich baue jetzt mal die Boiler. Vielleicht passen die hier da unten besser in das Muster rein. Irgendwas schießt auf irgendwas. Die Dinger sind echt zäh. Und Forschung sollte ich auch bald anfangen. Ja, es sind sehr viele Sachen, die gemacht werden müssen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Laser Turret Shooting Speed klingt sehr gut. Go. Habe ich noch irgendwelche? Hier, hau Akkus hin. Wir brauchen alles an Akkus, was wir finden können, falls es mal wieder regnet. Ich bin zu weit gelaufen? Ja, ich bin zu weit gelaufen. Ich wollte eigentlich zu dem grünen und blauen Zeug da unten von Yoki. Damit wir daraus rosa Zeug machen können. Gib mir mal ein Stack davon. Fast ein Stack davon und mach. Ganz viel davon. So, das schmeißen wir in irgendeine Privatschmelze. Wie die hier zum Beispiel. Oh nee, wenn wir Rich Dust einschmelzen, bekommen wir die orangenen Knödel. Wie bekommen wir diese Knödel? In einer Presse. Und wir brauchen Schlacke dafür. Wo kriegen wir Schlacke her? Also ich weiß, es war ein Nebenprodukt von irgendwo. Ah, von hier. Also ich muss einfach nur Schlacke anfordern, dann kriege ich es auch. Gut. Dann geh mal zu Jada und fordere mal Schlacke an. Und bau mal ein P. Und hör mal auf mit dem ganzen rosa Zeug da. Und setz das P irgendwo hier in die Nähe. So, du machst bitte die da. Achso. Wir brauchen keine Schlacke. Es produziert Schlacke. Ja, okay. Warum kommst du nicht ins System? Mach daraus mal eine rote Kiste, dann macht das P hier auch mehr Sinn. Tun wir das P hier hin und füllen dann damit das da. Und stellen bitte das da her. So, was jetzt wird Schlacke produziert, aber auch die komischen Dinger da. Und ich will keine Schlacke mehr haben. Dankeschön. Hier, kriegst noch mehr Schlacke von mir. So, kann ich jetzt den Boiler bauen? Braucht irgendwie 10, oder? Und wir haben keinen Crack on Wall. Wir brauchen 69 von dem orangenen Zeug. Also müssen wir doch auch noch das normal einschmelzen. Bis wir davon genug haben. Wow. Das frisst das Zeug richtig schnell auf. Also es braucht ja jedes Mal pro Vorgang 10 oder 12. Ja, immer schon mal mehr als 11. Bau mehr davon. Und das alles für einen einzigen Boiler, verdammt nochmal. Das daher. Das daher. Brauchen wir doch Schlacke? Ja, für die Crack on Wall brauchen wir anscheinend Schlacke. Okay, jetzt bau einen davon und guck mal, wie viel das macht. Also es hat eine Effektivität von 90%. Ernsthaft? Du hast schon wieder keinen Brennstoff? Oh Gott. Okay, wir brauchen mehr von diesen Anlagen. Einfach nochmal eine Reihe darunter legen. Crusher, Press, Press. Okay. Das heißt, wir brauchen C, P, P. Das hätte ich sowieso nicht erwartet, dass wir so viel Treibstoff brauchen. Aber können wir nicht ändern. Das heißt, ich hoffe mal, dass wir jetzt, da wir jetzt hier diese 90% Effektivitätsdingens da nutzen, dass wir dann nicht mehr so viel Treibstoff verbrauchen. Das wäre... Genau, die jetzigen haben nämlich nur 65%. Forsch... Ja... Forsch einfach irgendwas. Was ist das da? Advanced irgendwas Frame. Ja, ist okay. Ich sollte schon mal vorbereiten, dass ich noch mehr davon herstellen kann. Also noch mehr von den Untergrundboilern da. Ich gehe davon aus, dass es Untergrund ist. Aber ist es gar nicht. Okay. Dann reißen wir jetzt einfach einen von euch ab. Oh, du bist dezent größer.
Ja. Okay, das könnte jetzt kurzfristig ein Problem werden. Tu dich mal... Nein. Tu dich mal dahin. Du hättest gerne... Wo ist der Eingang hier? Wo kommt das Wasser rein? Ich sehe... Ja, werde angegriffen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Weg, 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 weg. Mach Platz hier. Ja. Jetzt haben wir zwei davon. Es ist schön, dass wir zwei davon haben. Ich muss euch mal ganz kurz abreißen. Ah, okay. Also da, wo die Ventildinger sind. Und das kommt doch hier durch. Gut. Allerdings sind die jetzt ein bisschen falsch angeordnet. Kann ich die drehen? Nein, ich kann sie nicht drehen. Das heißt, ich mache einfach von hier aus dann raus. Brauch mehr Rohr. Bau. Rohr, da. Ganz viele Rohre, Untergrundrohre und Gedöns. Untergrundrohr da. Geh von da nach da. Geh von da nach da. Rohr dich da. Mach die weg. Rohr, Rohr. So, und kein Brennstoff. Das ist richtig. Das heißt, müssen wir nur die beiden hier versorgen. Das heißt, wir lassen... Das hier langlaufen. Du hättest gerne ein Ärmchen da, ein Ärmchen da. Und Fließband runter. Das klappt jetzt auch irgendwie so, hoffentlich. Ist das Wasser heiß genug? Temperatur 100. Ah, das ist sehr gut. Was sagt Strom? Strom sagt, wir sind nicht ganz voll, aber das kommt langsam hier. Dann bauen wir doch einfach mal noch mehr davon. Stopp, eigentlich nur einen. Dann haben wir hier 6 Stück, dann sieht es auch einigermaßen ordentlich aus. Oh, ich hatte schon welche gebaut. Na gut, na gut. So, 6 Stück. Im Notfall könnten wir nach unten das auch noch spiegeln quasi. Immer noch 100 Grad? Immer noch 100 Grad. Wasser ist ein bisschen wenig, kann das sein? Wir haben keine Tanks mehr dazwischen. Können wir inzwischen bessere Tanks bauen? Nein. Dann mach mal bitte... ja. Hier so einen Tank hin. Da so einen Tank hin. So einen kleinen, wo wir wenigstens haben. Das fühlt sich viel zu langsam. Wieder ein Angriff im Osten. Wir wollten auch noch diese Turmdinger da setzen. Crack on Wall hat 1200 Lebenspunkte. Schick. Hier wollten wir auch noch ganz viel machen. Müssen wir warten. Und ich sollte irgendwas craften nebenbei. Craft-Roboter. So. Jo. Hier sind ganz schön viele Leichen. Aber schadensmäßig sieht es okay aus. Hier unten noch ein paar Türme hin. Blub. Blub, blub. Das ist okay. Der Haken war woanders. Ich glaube, oben war der irgendwo. Dass wir hier auch anfangen, die zu ersetzen. Oder? Wofür wollte ich die Türme haben? Für das Tin? Ne, Tin hatte ich abgerissen. Da hatten wir einen guten Puffer. Fällt mir gerade nicht ein. Also ich weiß, wir hatten die Türme explizit für irgendwas gebaut. Aber da ich nicht weiß, was es ist, setze ich sie einfach hier hin. Ich kann im Notfall sie immer noch abreißen und dann dahin bringen, wo sie eigentlich hin sollten. Aber Schaden werden sie auf jeden Fall nicht hier. Das ist schon mal gut. Dann hätte ich gerne mehr Akkus. Gut.
Dann wurde vorgeschlagen, dass ich die Kohlekisten ein bisschen weiter zentral liefern lasse. Damit die Roboter nicht so weit fliegen müssen. Und das Gleiche sollte ich dann wahrscheinlich später auch machen mit den Dingern hier. Dass alle endlosen Ressourcen einfach in die Mitte transportiert werden und da in Kisten gelegt werden. Und die Roboter das von da aus dann immer dahin bringen können, wo sie es müssen. Allerdings haben wir eh 50 Roboter, die nichts zu tun haben. Das heißt, es ist gerade nicht so dringend, das zu machen. So, bau die alle. Lass sie frei. Du hast da keinen Strom, das ist nicht gut. Ach, an welches Muster muss ich mich jetzt anpassen? Das hier ist das eigentliche Muster. So, so,